Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Infinity. Hier kurz vorm Abkratzen. Totgehungert. So, jetzt können wir endlich dieses Hydra-Fleisch essen. Ja, so. Essen. Bam. Massiv. Gold, das tut gar nicht voll aufladen. Ach, Regeneration-Effekt kriegt man dann noch für eine Zeit. Ja. Na gut, so, schauen wir nochmal so ein Ding rein. Fertig. Das da, dann hier den, genau, jetzt müssen wir den Commit Acclimator oder wieder Acclimation killen. Was müssen wir jetzt für ein Gerät killen? Irgend so ein Typ halt. Komm, wir gehen runter. Den Klimaanlagenverkäufer, alles klar, weiß ich Bescheid. Wenn Tag. Marcel nicht so ein overpowered Schwert dabei hätte, dann wäre der Kampf gegen die Hydra bestimmt spannender gewesen. Ach was. Hier geht's runter. Ah, hier kann man sich hinschillen. Es erinnert mich so ein bisschen an so Zelda Dungeon. Yo, guck mal, da will einer richtig Harakesh machen. Der hat richtig Wallhack an, hab ich gesehen. Ich renn hier nur so durch. Ja, du schlägst eh alles One-Hit nieder, du Noob. Ui, Lava. Ui, Lava. Die ist ja gar nicht warm. Ja. Yeah. Wie tief geht das? Höhe 2. Bis Höhe 2 geht das. Also bis zum Bedrock? Ja. Ist ja geil. Und die Musik passt. Perfekt. Gut, also das erinnert mich wirklich so ein bisschen an Zelda, muss ich sagen. Ja. So, oh, hier mit der Lava vor allem, also das finde ich gut, finde ich richtig gut gemacht. Hier also ist ein Baum, hier geht es noch einen tiefer. Ich habe Marcel aus den Augen verloren. Wo ist er? Ja, was ist denn hier los? Ein Fisch. Ja, also die Leute hier, die sind schon ein bisschen anderes Kaliber jetzt. Ah, wir machen uns nichts. Vielleicht kommt so einer, drückt uns One-Hit. Genau. Ne, Two-Hit. Erster Schlag, Rüstung leer, keine Energie mehr drin. Das ist ein Bombenleger. Das ist ein Allahu Akbar, Kollege-Typ. Nein, die Dinger nicht. Immer Girls, also nee, Rubine sind das. Marcel hat immer noch ein Trauma von damals. Und was? Von den Dingern, die du mal aufgeschreckt hast in der Hölle. Stimmt, ja. Warte mal, ich muss mal kurz mein Inventar sauber machen. Jo. Nur nichts Wichtiges wegwerfen. Die Dinger packe ich mal hier rein. So. Dann wieder den Mülleimer aufmachen. Was ist hier los? Es sind nur Gegner. Die Stöcke hebe ich mal auf. Die kann man immer gebrauchen. So, was habe ich denn jetzt halt hier noch? Ich meine, das hier ist ja jetzt halt die aktive Map. So, dann hau ich das hier mal alles weg. Und mein Rucksack ist voll, mein. Die Musik Back passt of, jetzt mal überhaupt nicht mehr. Mein Back of Holding. Auch bei mir eigentlich schon. Das ist so ein bisschen so. Blum, 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 so orientalische. Nee, so Rittermusik oder wie man das nennen soll. Wo geht's denn weiß jetzt? Ich nicht. Ja, so mystisch, genau, mystisch. So mystische Musik ist wir das. Wir stehen hier rum. Was ist los? Oh. Hallo. Ihr seid bekloppt. Wie zu viele. Kann ich gar nicht mitnehmen. Und die Slimes mal weg, die da weg. Wo soll denn jetzt hier der Boss sein? Weiß ich nicht. Also ich finde hier ja nix, ne? Vielleicht muss man nach oben? Nein. Ja, wenn dann nach unten, ne? Hier ist eine Kiste. Ist noch so ein Lavaraum. Geht's nochmal nach unten? Ich frage mich ja wirklich, für was man diese Schlösser braucht. Musst du mir mal zeigen, vielleicht kann ich dir das sagen. Da ist nichts drin. Ich
bin hier gerade so einen richtig langen Gang. Also wenn das jetzt hier Zelda wäre, würde ich sagen, jetzt sind wir auf dem Boss zum Endgegner. Auf dem Weg zum Endgegner. Au, 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 ich habe richtig krassen Harakesh gefunden hier. Ja, ja. Ich habe Kopfkrabben gefunden. Oder sowas ähnliches. Oh, die machen aber richtig gut Damage. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben hier Iron Sword, Steel Leaf Sword. Oh ja, geil. Mace Wafer, Steel Leaf Ironwood. Okay, da haben wir richtig krasses Zeug gefunden. Hier ist ein Anvil. Milk Bucket. Brauchst du Milk Buckets? Nein. Gut, ich nämlich schon. Aber die kommen dann sowieso später. Für meine Käsekuchenfabrik brauche ich Milch. Gut, dafür schon, ja. Aus eigenem Anbau. Also nicht aus mir selber, sondern aus meinen eigenen Kühen. Aus meinem eigenen Kuhbestand. Ja. Ja, ja, da, das schaue ich dir gleich. Und das... Also dieses Labyrinth ist total komisch. Du musst runter, hoch, wieder runter, dann wieder hoch. Dann ist es jo, was bei mir gerade alles kommt, jo. Halt mal dein Maul. Ja, du kleiner Fegge, du willst dich hier am meisten aufhören. Was war das? Yo, yo, yo. Ich würde sagen, hier ist, glaube ich, der Endboss. Weil hier ist richtig Harakesh. Komm ich mal zu dir. Ja. Du bist am Ende vom Wald. Ich habe keinen Plan, wo wir hier hin müssen. Ein sehr langer Gang. Hier sind Kiste. Können wir uns nicht dafür auch die Maze Map machen? Zwei. Kann man machen. Soll ich mal versuchen, die Maze Map zu machen? Mach. Warte, ich muss hier gerade Creeper und alles töten. Welchen Schaden? Ich habe ja gesagt, ich will den Staff of Power nicht so viel benutzen, aber. Ich habe es jetzt getan, deswegen ist es jetzt hier. Ich tue ja mal so ein bisschen wieder reparieren. Wollte ich nämlich nicht kaputt machen. Oh, guck mal, hier ist was, das habe ich nicht gesehen. Eine Trainingsarena. Juck, juck, juck. Die Bombenleger sind wieder da. Die sind ja... Nein, 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 nein. Weg, weg. Schau da. Ja, 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 ja. Die Viecher sind wieder da. Ja. Ja, ich lass Marcel da mal alleine. Tschüss. Du musst da weg. Nein. Alter, guck mal, was der für Harakesh macht. Kennst du den noch nicht? Der hat ein Ding gehabt hier, einen Morgenstern. Hier ist schon wieder Schluss, das gibt's doch nicht. Was sind das für komische Kürbisse? Die haben nicht mal ein Gesicht. Falsch generiert. Ey, der hat gelacht gerade. Was hat denn da gerade gelacht jetzt? Diese Viecher mit ihrem komischen Lachen, ey, die sind mir richtig unheimlich. Ich finde, wir münden hier nix. Wir rennen hier wieder jetzt 20 Minuten rum und machen nix, Mann. Ja. Das gibt's doch nicht. Ja, der hat gelacht. Ich habe kein Papier, sonst würde ich mir jetzt noch eine Mace machen. Der hat schon wieder gezündet. Das ist ein Selbstmörder hier. Ja, guck mal, die machen richtig aller Walkbar, ey. Jo. Der kommt hier mit dem Morgenstern, Alter. Was ist... Hä? Wo müssen wir jetzt wieder... Oh, Mann. Oh, Junge, Junge, Junge. Ist doch blöd. Ja, das ist echt blöd. Ich meine, wir finden ja nicht mal mehr den Ausgang. Und wer weiß, spawnen die denn hier? 5 Creeper auf einmal. Jetzt bin ich hier wieder in dem Erzeraum mit der Lava. Nee. Jetzt wieder ja, hoch. Jetzt wieder nicht hoch. Jo! Was hier drin gerade los war? Ach du Scheiße.
Ich habe nur einmal ausgeholt, ganz kurz. Nur einmal ausgeholt, Alter, wie viel EP hier rumliegt. Gott. Ja, aber wo ist der denn jetzt, bitte? Kann nicht sein. Soll ich mal mich nach Hause porten und Papier holen für eine Maze Map? Mach das. Ach, da bist du ja. Mach das. Steuerung, mein Portal, Teleport. Oh Gott. Ich meine, da kommen wir ja, also wir können ja jetzt noch Stunden rumrennen, kommen auf keinen grünen Zweig. Deswegen hole ich mal gerade Papier. Ich muss ganz kurz mal mein Inventar wieder ausleeren. Ich habe so viel Scheißdreck da drin. Was ist denn jetzt wieder? Hä? Ach so, ich verhungere. Ja, hier frisst das Hydra-Fleisch. Warum sind ja denn immer so viele hier? Warum kriegt man denn so viele Mob-Drops, ey? Ist voll lästig. So, ich schmeiß da einfach alles weg. Ich heb nix auf von dem Scheiß. Ich glaube, ich hab was gefunden. Hier ist nämlich was mit Gittern zu. Da ist ein Spawner. Da sind schon mal Kisten. Milch ist hier sehr viel. Wow, toll. Und sonst nix. So, ich pack das hier alles mal in meine andere Chest. Bisschen was hier in meine private Chest, damit ich mal mein scheiß Inventar leer hab. Noch eine Kiste mit einem Bogen mit Power 2, den kein Mensch braucht. Armor Short. Ja, mit. Dann. Die waren wir aber schon mal. Nimm mal einfach mal so 2 Stacks Papier mit. Ne, was wir haben, haben wir. Und dann machen wir uns eine Maze Map, die aktiviere ich jetzt mal. Aber man denkt, man hat was gefunden, ist mir wieder egal, wo man vorher war. Boah, schluck auf. Das ist doch nicht den hier ernst, oder? Anscheinend ja doch. Ich verstehe auch nicht, wie man daraus jetzt schlau werden soll. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon 12 Minuten totgeschlagen und nichts passiert, außer dass wir hier rumrennen. So, Blank Maze Map. Mal gucken, tut die Maze Map mir hier irgendwas generieren? Sieht danach aus, ja? Ja, dann mach mal. Oder auch nicht. Ja. Was ist denn jetzt, Kevin? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das was bringt. Guck du dir das mal an. Nee, das bringt hier wohl nichts. Weil es nicht aus Maze gemacht ist, aber trotzdem, ich meine, wie soll man jetzt hier vorankommen? Ich meine, das ist ja ein bisschen sinnlos, wenn wir jetzt halt hier noch weiter rumrennen und nicht vorankommen. Also ich hole mir jetzt mal einmal, warte. Einmal so eine Map, warte. Eine Map, nicht 64. Musst du Rechtsklick drauf machen. Kannst du dann mal die Map da wieder aufnehmen, sonst töten die. Was kann ich machen? Warte, ich nehme sie. So, mach mal die mal.
Also ich bin gerade nicht mehr da, nur dass du es weißt. Ja, ist gut. Ich fliege hier gerade so ein bisschen durch. Hier war ich doch, glaube ich, schon, ne? Oh, wieso Mann, diese... Vor allem diese Al-Akbar-Typen, die sich ja die ganze Zeit selbst in die Luft sprengen. So, mache ich jetzt mal hier an. Toll, jetzt hat er mich hier oben in der Ecke, also es bringt nichts, kannst du vergessen. Die Maps bringen nichts. Dann weiß ich nicht, wie man hier irgendwie auf den grünen Zweig kommen soll. Ja. Kaputt. Ich meine, okay, man kommt ja irgendwie nicht vorwärts hier drin. Irgendwas stimmt mit meinem Minecraft nicht, aber gut. Was hat's denn wieder für Probleme? Manchmal sind da, wo die Text, also Animationen sind, viereckig. Warum auch ja, immer. Ja, das ist bei mir auch so. Ja gut, ne, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja. Ja, hier ist dann auch nichts mehr. Ja. Ich glaube, da müssen wir mal nachgucken, Marcel, wie wir da weiterkommen. Nee, du läufst ja bloß die ganze Zeit im Kreis. Toll, hier ist so ein Ding, wo Kisten waren wahrscheinlich. Ah, wie viel ist denn hier schon wieder los? So ein reines Draufgehämmer, ey. Ich will nicht weniger, weißt du? Flächenschaden regelt. Ist doch wieder eine Sackgasse. Bringt nix. Wir kommen hier nicht vorwärts und nicht rückwärts. Wir finden ja nicht mal mehr den Ausgang. Doch, den finde ich schon. Musst du da drüben bei dem... Ja, du wirst mir da hinten 1200 Blöcke entfernt angezeigt, obwohl du direkt neben mir bist. Ah nee, das ist was anderes. Was anderes. Ich glaube, das ist nicht die Kegel. Sonst irritiert mich das. Das ist ein Wegpunkt. Ja. Aber vorhin warst du trotzdem so weit weg. Also nicht nur 500 Blöcke oder so. Stimmt. Nö, ja, also hier ist ja, weiß ich nicht. Hier ist, weiß ich nicht. Wir kommen auch gar nicht mehr raus, weil wir gar nicht nach oben. Rauskommen tun wir nur, wenn wir in die Decke gucken. Weil das ist ja ein Loch, wo wir reingesprungen sind. Ja. Oder wir graben uns raus, so wie ich gerade. Ja, keine Ahnung. Das war wieder mal nix heute. Ich glaube, die Folge können wir auch resetten, Marcel. Warum, ne? Warum? Da haben wir auch noch was gemacht. Ja, nö, wir sind hier nur rumgelaufen. Nein. Gemacht haben wir was, also fertig. Wieder Sackgasse. Ah, nee, die treffe ich nicht, ey, das ist so. Ich gucke jetzt einfach mal, dann muss es doch irgendwie weitergehen. Wie heißt der Typ hier nochmal, den man hier töten muss? Yes, was? Oh nein, hau ab! Hier, ich hab's! Rechtzeitig zum Folgenende! Ich hab's!
Wo bist denn du, ey? Komm, ich port mich jetzt einfach. Ich sehe dich gar nicht auf der Map. Du bist bei mir auf der Eis. Hier hinten. Da ist er. Ach, guten Tag, der Herr. Da haben wir ihn schon. Da ist er, da, du meinst, das sind sie. Sind sie, ja, sind mehrere. Das war ein Spawner, ich habe die Dinger aufgemacht und dann war. Ja, ja, die ganzen Typen hier sind Spawner. Auch ich habe schon bekommen das Achievement. Ja. Yo! Sind gerade lauter Spitzhacken weggeflogen. Kiste! Oh, Phantom da sind Sachen Helm. Drin. Phantom Helm. Und wo ist der Phantom Bogen? Phantom Plate, Phantom Plate. Und wo ist der Phantom Bogen? Haben wir nicht. Knight Axe, Knight Sword. Ja, endlich, jetzt haben wir es, endlich. So, dann nehmen wir das ganze Zeug da mit. Ganzen Gold-Äxte, weißt du? Schmeiß ich hier in die Kiste. Braucht kein Mensch. Ja, die braucht auch keiner. Gott, jetzt haben wir da wirklich 20 Minuten lang gesucht und haben die Leute da innerhalb von jetzt ein paar Sekunden niedergemäht. Ja. Oh Gott. So, jetzt gucken wir ganz kurz nochmal in die Achievements. So, da haben wir den. Jetzt müssen wir, genau, den Tears of Fire. Touch the fiery red tears of the Urgas allowing you to resist the snow forest chill. Yeah. Dann können wir in den Snow Forest. Clear Sky. Ja. No, da fehlen uns noch diese Nebendinger, aber die sind nicht so wichtig. Gut, das machen wir dann beim nächsten Mal. Gibt's irgendwie ja eh keine Nebendinger mehr. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Hier liegt außerdem noch. Phantom Plate. Das habe ich gerade weggeworfen, weil das angeschlagen war. Egal, dann würde ich sagen, das war's wieder mal mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Auch wenn wir nichts gemacht haben, außer da rumgerannt sind. Ah, das war echt. Das muss auch mal sein. Ich meine, das gehört halt dazu. Ja, ja. Ne? Deswegen, ich wollte ja auch extra nicht mich vorher informieren, weil ich mir so gedacht habe, ne? Wenn man hier mal so ein bisschen rumläuft und keinen Plan hat, ist das vielleicht auch mal ganz was Neues. Ja. Also dann, tschüss. Tschüss. Ja.